Das ganze letzte Jahrhundert. Wunderschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich hier auf dem Friedhof der Märzgefallenen sind. So zahlreich, dass wir gar nicht genügend Stühle haben. Das ist auch gut so. Und zumindest für mich gibt es keinen Stuhl mehr hier in der ersten Reihe. Und das freue ich mich sehr darüber. Es wäre besser als, und das ist so besser als andersrum. Ich sehe auch Wolfgang Wieland, Mitglied aus des Bundestages und des Kuratoriums. Für ihn war auch ein Platz in der ersten Reihe. Aber damit können wir sehr, sehr gut leben, denke ich, vor allem, weil das Wetter so schön ist. Hinter uns liegen viele Monate harter und in den letzten Wochen und Tagen sehr harter Arbeit. Und damit bin ich bei den Danksagungen, die ich als Bauherr aussprechen darf. Als erstes danke ich der Stiftung Deutsche Klassenlotterie, ohne deren Geld und Hilfe nichts heute zu sehen wäre von dem, was da ist. Und ich darf, ja, das ist wirklich einen Applaus wert, meine Damen und Herren. Ja. Und ich darf auch sagen, wir haben die Kosten peinlich eingehalten und wenngleich das Geld sehr, sehr knapp war, wir haben dreimal jeden Euro umgedreht und mit viel Kreativität das gemacht, was Sie hoffentlich heute hier sehen und hoffentlich genauso zufrieden sind wie wir. Aber ich muss auch sagen, wir haben noch weitere Wünsche und möglicherweise muss man dieses in einen Nachtrag dann einarbeiten. Da müssen wir nochmal weitersehen. Mein nächster Dank gilt Pars Pro Toto, ich soll mich ja kurz fassen, dem Architekten. Dieser Ort soll zu einem nationalen Denkmal entwickelt werden. Wir möchten die Erinnerung an einen Beginn unserer demokratischen Wurzeln eröffnen und wir möchten den Friedhof als Ort des demokratischen Lernens nutzen. Hat es sich gelohnt, im März 1848 auf die Barrikaden zu gehen? Lohnt es sich, für Presse- und Versammlungsfreiheit einzutreten? Lohnt es sich, für oder gegen Hartz IV zu sein? Das sind viele spannende Fragen und es gibt vielleicht auch Antworten darauf. Lassen Sie uns Ihre Kritik, aber auch Ihre Anregungen wissen. Die heutige Ausstellungseröffnung ist kein Endpunkt. Sie ist der Beginn einer lebhaften Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit, unserer gegenwärtigen Zustände, aber auch unserer Zukunft. Herzlichen Dank. Ich möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Tag. Ich glaube, das ist ein guter Tag. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch, das ist jetzt schon viele Jahre her, Baustadtrat war und zum ersten Mal Kontakt bekam mit dem Paul-Singer-Verein und mit der Idee, hier aus diesem Friedhof, der ja so etwas in einem Dornröschenschlaf war, etwas mehr zu machen und zu erinnern, auch in die Bevölkerung hinein, zu erinnern und zu informieren, was eigentlich hier passiert und wofür auch dieser Friedhof steht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass der erste Anlauf auch ziemlich schwierig war, weil natürlich, wenn man eine Verwaltung anspricht, Grünflächenamt, Denkmalschutzamt und so weiter, erst natürlich die gesammelten Bedenkenträger auftauchen und Fachbedenken und Ähnliches dann vorbringen. Also ein ganz schwieriger Start. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bundestagsabgeordnete, Abgeordnetenhausmitglieder, Herr Bürgermeister, Bezirksverordnete, Herr Stadtrat. Es ist eine große Freude für mich, auch ganz persönlich, dass das hier geklappt hat. Am allergrößten ist wahrscheinlich die Freude bei Herrn Schröder, der ja sozusagen der Älteste, nicht vom Alter her, sondern von der Zeit, in der er das gemacht hat, der älteste Vorkämpfer für die Erinnerung an den 18. März 1848 hier in Berlin ist, der nimmermüde hier auch schon den Aufruf verteilt hat mit den Liedern und mit allem da drin, was man braucht, um gerüstet zu sein für den nächsten 18. März, wenn wir uns hier wieder, aber die positiven Traditionen deutscher Geschichte rücken da manchmal in den Hintergrund. Dies ist so eine positive Tradition und die sollten wir auch würdigen. In der Bedeutung ist ja die 48er Revolution lange Zeit unterschätzt worden. Sogar wohl situierte Bürger zogen durch die Städte und traten für die Ziele der Revolution ein. Ich denke da
Zum Beispiel, was wenige noch wissen, an Rudolf Virchow, der berühmte, weltberühmte Mediziner, Berliner, spätere Berliner Ehrenbürger. Sein revolutionäres Engagement wirft ein Schlaglicht auf jene Zeit. Er war schon ein hoch angesehener Privatdozent und Arzt an der Charité in Berlin. Während einer Dienstreise durch Oberschlesien erfuhr er von den revolutionären Ereignissen, eilte nach Berlin zurück, um, wie er schrieb, an der Bewegung in der Hauptstadt teilzunehmen, ohne jede Rücksicht auf seine berufliche Stellung. Und durch sein republikanisches Engagement verlor er dann seine Position an der Charité, wurde aber als Professor nach Würzburg berufen. Man sieht daran, Bayern war damals liberaler als natürlich Preußen und erst recht Berlin. Ja, heute ist es anders, aber damals war es eben so. Ich heb das nur so hervor, was mal war, kann ja auch wieder werden. Nicht wahr? Ja, um unsere Demokratie zu erhalten und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie immer gepflegt und gestärkt werden muss, brauchen wir Orte wie diesen, brauchen wir solche Lernorte. In diesem Sinne danke ich allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Ausstellung, diese Herrichtung zustande gekommen ist, und wünsche der Ausstellung natürlich ganz, ganz viele Besucher und uns allen dann auch eine Fortentwicklung, denn wenn die Zeit, die das Lotto finanziert hat, zu Ende ist, dann muss wohl der nächste Antrag oder so kommen. Mal sehen. In diesem Sinne kann man nur sagen, im Sinne von 1848, der Kampf geht weiter. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu Ihnen sprechen zu können, nicht als Berlinerin, sondern als Offenburgerin. Das hat mich sehr überrascht, wie Sie mich ansprachen, dass Offenburg auch in Berlin bekannt ist. Es hat mich noch mehr gefreut, wie ich gestern den Container angeschaut habe, zu sehen, dass da auch an Offenburg erinnert wird. Und das hat sicherlich einen guten Grund im Zusammenhang hier mit der 48er Revolution. Denn schon 1847, ein halbes Jahr vor den Barrikadenkämpfen hier in Berlin, war eine große Versammlung in Offenburg. Das ist die größte Stadt zwischen Karlsruhe und Freiburg, um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wo es liegt. Ich glaube, wir haben tatsächlich den Auftrag, als Demokraten, egal aus welcher politischen Richtung, uns darum zu kümmern, die Demokratiegeschichte in Deutschland zu pflegen, bekannt zu machen und auch zu vernetzen. Und deswegen freut es mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein, sozusagen mit einem Gruß aus der badischen Geschichte, die deutsche Geschichte ist und europäische Geschichte, so wie es auch dieser Ort, dieser Friedhof der Märzgefallenen ist. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Spandauerinnen und Spandauer, liebe Gäste. Es freut mich auch als Stadtrat für Bildung und Kultur, sehr heute diese Ausstellung mit Ihnen gemeinsam eröffnen zu können. Denn ich verbinde damit, wie sicherlich viele von Ihnen, die Hoffnung und die begründete Erwartung, dass durch diese Ausstellung dieser Ort auch wieder verstärkt und stärker ins öffentliche Bewusstsein rückt. Meine Damen und Herren, die Geschichte der 48er Revolution ist daran, hat schon Herr Mompo und auch Frau Lauritsch erinnert, eine europäische Geschichte. Man kann darüber streiten, ob man von der 48er Revolution im Singular oder im Plural, also von den 48er Revolutionen, sprechen soll. Unbestreitbar ist jedoch, dass das revolutionäre Geschehen sich nicht nur über große Teile Europas ausbreitete, sondern in seinen Erfolgen wie auch in seinem Niedergang eine europäische Dimension aufwies. Die Revolution ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in den übrigen Teilen Europas gescheitert. In Frankreich folgte ihr wenig später schon das Kaiserreich Napoleons III. Dennoch ist sie keineswegs ohne Wirkung geblieben. Auch Preußen und Österreich waren fortan Verfassungsstaaten. Viele der im ersten Anlauf durchgesetzten Reformen wurden nicht rückgängig gemacht.
Die Forderungen nach Presse-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit blieben akut. Das politische Leben erholte sich bald wieder, die liberale Bewegung erstarkte und auch die Anfänge der Arbeiterbewegung blieben mit der 48er Revolution verbunden. Bei denen, die hier begraben sind, handelt es sich ganz überwiegend um Arbeiter, Handwerksgesellen und Lehrlinge, mit denen sich in den Kämpfen auch Studenten und Akademiker, Bürger und selbst Unternehmer solidarisierten und denen das Totengeleit von Angehörigen aller Schichten und von den Geistlichen der evangelischen und katholischen Kirche wie auch der jüdischen Gemeinde gegeben wurde. Dieser Friedhof ist der Ort, an dem oft gegen große Widerstände von Anfang an der Revolution gedacht wurde. Von einem kleinen Teil des linksliberalen oder demokratischen Bürgertums, vor allem aber von der sozialistischen Arbeiterbewegung. Deshalb war es naheliegend, dass die Toten der Novemberrevolution im November und Dezember 1918 hier ebenfalls eine gemeinsame Ruhestätte fanden. Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in die Sozialdemokratische Partei und die Kommunistische Partei blieb dann auch an diesem Ort nicht ohne Folgen. Beide pflegten weiterhin diese Tradition, setzten aber deutlich unterschiedliche Akzente. Wir haben jetzt sozusagen das Ende der Grußworte erreicht. Das nächste, was jetzt auf dem Programm steht, ist Musik. Und zwar Auszüge aus der Kantate 1848. Und ich würde das Besondere an dieser Kantate ist einfach, dass sie aus Originalzitaten, Originalpamphleten und Kundgebungen aus der Zeit besteht. Freiheit, Europa, Hunger, Freiheit, Tod ist Freiheit.